Gut, dann schauen wir mal. Der Sieg ist zum Greifen nah. Oh, so blöd, oder? Und so. 212, 2 Punkte zu viel. Oh man. Dann machen wir es so. My deepest thanks. Ja, genau. Dankeschön. Dankeschön, dass du das Opfer gespielt hast in diesem Scharmützel hier. Achtundvierzigtausend kostet das. Ihr habt's ja nicht mehr alle. Okay. Du könntest doch jetzt zum Beispiel aber hingehen und sagen, schau mal hier. Du kannst es noch nicht machen, okay. Und du? Das ist eine Hauptstadt, da wird das ja wohl kaum gehen, ne? Ja, nee, das wird nicht funktionieren. Okay, lasst uns mal kurz überlegen. Also, wie kommen wir jetzt hier noch relativ günstig wieder weg? Ich meine, 1500 Punkte, Malus durch die Stadtbegrenzung ist schon... Na, ist schon echt fies. Kann man so eine... Man kann so eine Stadt nicht downgraden, ne? Das ist das Problem bei der Sache. Ich kann sie nur freilassen. Und dann habe ich wieder den. Und dann habe ich da wieder den Driss, ne? Ich würde mir hier eine etwas bessere Übersicht wünschen, wo man direkt sehen, wo man so mehr so Sachen sehen kann. Man kann auch seine eigenen Städte plündern, um diese dann zu Außenposten zu machen. Echt, Chris, das geht. Und dann gehst du nicht total unter? Wir probieren das mal. Hat bei dir immer funktioniert? Alles klar, wir versuchen das. Wäre blöd, wenn man es so machen müsste, aber klingt jetzt auch nicht so unplausibel. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir suchen uns die Städte aus, die nicht so gut sind. Die nicht so überbrutal sind und machen die zu Außenposten. Wir könnten zum Beispiel... Hier, da, das Ding. Das nehmen wir. So, ich sag jetzt hier... Gebiet... Könnte man das auch machen? Nee, ne, das geht nicht. So, dann sage ich plündern. Das Ding hier. Ja. Oh, Jesus. Ja. Klar. Die wollen jetzt nicht angriffsbereit. Ey, mach ablehnen. This will never happen. Nee, das will never happen.
Gute Nacht, André. Ja, schön, dass du da warst und danke nochmal vielmals für die Donation. Es war echt mehr, als man so erwarten darf, ja? Also vielen Dank. Okay, pass auf. Komm mit dem Panzer dann doch mal hier hin vielleicht eher. Du legst dich schlafen. Wir ändern mal hier unsere Energienummer. Wobei, warte mal, Malakka können wir auch plündern, ne? Lass Malakka mal gerade weg. Folgende Reiche werden einen Groll gegen euch hegen, die Azteken. Mach das, das ist ja mein eigenes Reich. Keine Ahnung, mach mach das hier. Wir probieren das mal aus. Es hat ein Ende. Das Spiel endet in 30 Runden, ja. Wenn das so weitergeht, haben wir ja bis dahin dann auch nochmal ordentlich Technologien erforscht, ne? Massenunterhaltung. Einfluss pro Hauptplatz. Mehr Forscher. Interkontinentalraketen. Verschmutzung durch automatisierte Fabriken. I don't know. Baumaschinen. Massentierhaltung, ey, das kann ich ja mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren, das Ding zu erforschen. Raumstation, okay. Marschflugkörper, Kampfpanzer, Transportpanzer. Kampfhubschrauber. Mhm. Ein Bauteam. Beginnstätte mit 6. Mhm. Koloniegitter. Mhm. Luftüberwachung. Leute. Er macht das Schlachtschiff. Okay, wir machen jetzt plus 2000. Weil das Ding hier jetzt weg ist. Ne? Jetzt mache ich hier nur Gebiet beanspruchen. 480 und mache mir hier das Teil hin. Dass ich da meinen Außenposten habe, nicht wahr? So, den kann ich für 8000 angliedern. Das dauert aber immerhin nur 4 Runden. Und ich mache keine zusätzlichen Mali dadurch, ne? So, du machst mir hier bitte dann den Außenposten hin. Den kannst du hier für 22 angliedern.
Hat sich gelohnt. Dann ist diese Stadt hier jetzt auch mal ein bisschen besser noch dran, ne? Ey, Dude, das war... Chris, das war ein super Tipp mit dem Plündern. Das macht das ja so viel einfacher. Da brauche ich auch gar keine Vasallen mehr freizulassen. Das ist ja so easy, dann Massenunterhaltung um Twitch zu erforschen. Das wär's, ne? Ja, gute Nacht, Merb. Ja, ich mache heute auch nicht so lang. Ich habe morgen super viel Arbeit wieder um die Ohren und freue mich aber auf jeden Fall erstmal, dass du heute da gewesen bist. Und obwohl du ja auch einen langen Tag heute hattest, ich hoffe, bei dir war es schön und ja, wünsche dir erstmal alles Gute. Und wir wollten, glaube ich, nochmal aufnehmen, ne? Aber wann weiß ich jetzt noch nicht genau. Vielleicht am... Lass mal gucken, ob morgen... Ja, morgen oder Donnerstag. Ich weiß nicht. Schau mal, was bei dir so ganz gut geht. Also bei mir geht sowohl Mittwoch wie auch Donnerstag nicht ganz so gut, weil ich halt immer viel arbeiten muss an den Tagen. Aber wir sollten einen der beiden Tage auf jeden Fall nehmen. Ich würde mal sagen, lass uns mal ansonsten den Donnerstag festhalten, ja? Geht noch beides. Ja, lass uns mal den Donnerstag festhalten. Ich mache mir gerade eine Erinnerung. Und schick mir mal noch ein paar Bilder aus dem Playmobil-Land. So, aufnehmen wollen wir. Und wir wollen aufnehmen um 21 Uhr. Okay. Gute Nacht. Schön, dass du da warst, Marc. Okay. Warte, mach das Ding weg. Das wollen wir ja nicht, ne? Alter, wir haben so viele Achievements in diesem Run freigeschaltet, das ist ja übertrieben, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 20 Achievements oder so freigeschaltet jetzt in diesem einen Run. Und gut, ich meine, es ist mein erster kompletter Run, aber schon irgendwie heftig, ne? Alter, 33.000 für die Eingemeinde. Evil, evil. Hat einer von euch schon mal ein Atomkraftwerk geplündert? Rom ist echt eine gute Stadt geworden auch. Also die Stadt selbst ist gut geworden, wie ich finde. Und Dragon Much, das weiß ich nicht genau. Danke für den Follow erstmal. Schön, dass du dabei bist. Danke. Ich weiß nicht, ne? Also wenn wir das Ding weg haben, hier, ne? Dann sind wir auf 10 runter. Plünder das. Bleib da stehen. Was soll das denn? So, und hier jetzt? Ich meine, wir können auch sagen, ich glaube, wir machen das Ding hier auch weg. Pass auf, bricht es ab. Wir machen hier, weil hier dieses Eingemeinde ist einfach halt viel... Ah ne, das geht hier super easy. Ha, dann machen wir das. Perfekto. Cool.
Lauf hier hoch. Ey, 15.000, das war ein Schnapper. Warte noch eine Runde. Warte eine Runde. Du wartest hier auf jeden Fall. Was bauen wir hier noch? Einmal, okay, den Hochofen vielleicht. Dann das hier. Die Manufaktur. Auf jeden Fall als erstes und dann das Atomkraftwerk. Die Verschmutzung nimmt ja ab, tatsächlich. Flugzeugträger und Schlachtschiff. Okay. Dann Grabenkrieg. Propeller. Und dann, weiß nicht, was wollen wir noch machen? Keine Ahnung, das Bauwesen. Mach's mal so. Azteken haben einen Groll aufgegeben. Das ist doch schön. Dahin bitte. Einmal aufwerten. Du legst dich mal hier pennen. Hey, zum Kosaken aufgewertet. Herzlichen Glückwunsch, Sie wurden befördert. So eben. Ich stelle mir mal hier an die Grenze. Wo du auch hinkommst und du gehst dahin. Geh du hier hin. Und du hier hin. Das Kohlekraftwerk machen wir nicht. Die Sägemühle machen wir auch nicht. Den Stauder machen wir gerne. Und die Manufakturen können wir machen. Gib mir noch ein paar Einflusspunkte. Aha, wir brauchen noch mehr Stabilität. Nimm noch die Stabi pro Forscher mit hier. Ja, ja, wir zahlen. Wir zahlen alles. Alter, schau dir das an. 98 von 86 Einwohnern. Wie übertrieben das ist, ne? Wie übertrieben das ist. So krass. Friend, it is good to see you. Beratna, klar, natürlich. Okay. Ufts. Naja, immerhin. Jetzt haben wir Belagerungsartillerie, ne? Napoleon lässt grüßen. Wir können jetzt Walfang betreiben, was ich aus ethischen Gründen nicht tun können werde. Und wir haben die Dampfregatte, sehr cool.
Lars Shadow, guten Abend. Du sagst, es freut mich, dass ich dich mal live sehe. Bin ein großer Fan deiner Videos, Dankeschön. Und bin bisher leider noch nicht dazu gekommen, dir einen Danke für die schöne Zeit auszusprechen. Das freut mich sehr, dass es dir gefällt und vielen Dank für das nette Feedback. Ja, also und schön, dass du heute Abend dabei bist. Also wenn du irgendwie über was reden willst, dann schreib, sag Bescheid und dann kommen wir ins Gespräch. Muss auch nicht unbedingt ein Lob sein, kann auch Kritik sein. Auch in Ordnung. Okay, wir haben fast alle Sterne, ne? A proposal for you. Nee. Warte mal, kann ich die Diplo-vasalisieren? Handel. Der Kartenteilen offene Grenzen nicht angesorgt. Ja, wahrscheinlich muss man das dann einmal alles durchlaufen haben, ne? Okay, also ich sag mal so, ich hätte jetzt ein Problem damit, einfach irgendwie 26 Mal auf Runde beenden zu klicken, einfach nur um dieses Let's Play hier zu beenden. Ne? Aber ich glaube, wir werden schon versuchen, hier relativ zügig voranzuschreiten. Ne? Ja, dich würde ich gerne noch vasalisieren. Achso, mach ablehnen. Ich weiß nicht, wann kann ich die wieder angreifen? Wir finden es raus, ne? Genau, du gehst hier hin. Schön. Ja, du gehst dann hier hin. Du bleibst hier stehen. Super. Ja, mach mal diesen hier. Mach mal diesen hier. Runde beenden. Ey, Alter, diese Stadt, ne? Diese Stadt ist krass. Diese Stadt ist einfach nur krass. Okay. Wir haben 10.000 Verschmutzungen. Das ist noch Grad 0. Das geht ja noch. Möchte man meinen. So, wir brauchen jetzt ein Aerodrom. Ein Aerodrom brauchen wir. Wir brauchen eigentlich dann auch entsprechenderweise deutlich mehr Militäreinheiten, nicht wahr? Moment mal. Stopp. Du solltest eigentlich keine Stadt werden. Naja gut, wobei jetzt ist er eine, ne? Jetzt ist es eine. Okay. Gut, ja, alles klar. Dann warte mal, aber vielleicht... Warte mal, kannst du nicht irgendwie... Nee. Das geht wahrscheinlich nicht, weil wir da noch im Frieden sind mit denen, ne? Das hier geht auch nicht. Haben wir, weil wir nicht Angriffspakt haben oder sowas? Warte mal, wo ist deine Verwaltung? Wo ist deine Verwaltungszentrale hier? Da? Nee, das ist eine Garnison. Garnison. Kriegerdingens, Garnison, Garnison. Weil wir snacken ja dann einfach nur so, wir snacken ja dann einfach die Außenposten weg gewissermaßen, ne? Da. Hier. Aber warte mal, stopp. Hier, die Grenze, das ist ja diese Grenze hier, ne? Wo ist denn deine Verwaltungs... wo ist denn deine Hauptverwaltung? Da ist die Verwaltungszentrale. Okay, pass auf. Planänderung. Wir nehmen das Ding. Okay, wir gucken nächste Runde, ob es geht. Ja, ja. Alles gut, lass mal. Okay, was bauen wir dann hier? Bahnhof erstmal, ne?
So, welche Tags nehmen wir mit? So. Alle Forschungen drin. Ist jetzt leider ein bisschen planlos, aber ich glaube, also was heißt planlos, ne? Ich sag mal so, wir gehen ja jetzt dann ganz strikt wir gehen ja dann einfach nur ganz strikt nach der Reihenfolge vor, ne? Ja. Ja, geh da hin, Junge. Mach das. Ich stell auch so ein bisschen fest, wir haben ja jetzt auch konsequent einfach immer alles genommen, was irgendwie mit Rom zu tun hatte. Und das ist vielleicht jetzt auch so eine schwierige Entscheidung, weil wir dadurch, uns fehlt dadurch halt der Einfluss, um diese ganzen gesellschaftlichen Verordnungen irgendwie durchzusetzen. Was das angeht, sind wir ja noch echt hinten dran, ne? Und da gibt es ja mächtige Sachen. Ach, guck mal hier, Kinderbildung. Abbrechen. Was? Das kriegen wir einfach so, oder wie, oder was? Aber hier zum... Ah, nee, warte mal. Genau, das haben wir schon, ne? Also, wir haben schon einige Sachen. Aber zum Beispiel hier, ne? Das können wir uns nicht leisten. Das ist viel zu teuer momentan. Ne? Alter, das ist alles unser Einfluss, ne? Ich meine, gut... Das ist auch krass. Guck mal hier, die ganze Welt eigentlich ist unserem Einfluss ausgeliefert. Die Welt ist römisch. Die Welt ist römisch. Warte. Ausgewogene Politik. Nee, geh bitte mal auf Städtewachstum hier. Weil ich hätte hier gerne möglichst schnell das Maximum erreicht. Und, was kann man denn noch machen hier? Für das Städtewachstum. Ja, mach eine Schmiede. Kunsthandwerkstätte. Klar. Und dann machst du irgendwie, ja, dann baust du mir irgendwie ein so ein Ding hier hin. Und dann baust du mir ein so ein Ding noch hier hin. Safe. Und dann baust du mir noch ein so ein Ding nicht hier hin. Ja. Genau, so ist das erstmal ganz gut. Lars Schelle schreibt mal, was denkst du über Humankind soweit? Ist es besser als Civ? Ich bin jetzt nur so bis zum dritten Zeitalter, Mittelalter gekommen. Ich find's eine erfrischende Abwechslung auf jeden Fall. Ich finde, es hat ein paar, also es hat coole Elemente. Ich finde die Kulturen gut. So ein paar Sachen sind sehr intransparent. Insbesondere so die Gefechtsführung manchmal ein bisschen komisch. Ja, kann sich gut entwickeln, das Spiel. Ich finde es nicht schlecht. Also der spektakuläre neue Wurf ist es in meinen Augen jetzt auch nicht. Aber es ist ein gutes Game. Also ich habe Bock, das zu zocken. Es macht Laune. Gegen Ende jetzt bei mir finde ich ein bisschen zu viel Micro. Ich werde das nächste Mal vielleicht ein
ein paar andere Einstellungen vornehmen. Vielleicht auch mal auch auf einer. Das spielen wir jetzt momentan auf normal. Also normale Schwierigkeitsstufe. Vielleicht nächstes Mal auf schwer. Mal schauen. Weil so gegen Ende wurde es auch irgendwie ein bisschen zu einfach. Um ganz ehrlich zu sein. Klar, gut, ich meine, kann natürlich immer noch sein, dass wir hier durch den nuklearen Fallout irgendwie da hingerafft werden. Das kann alles passieren. Das weiß ich halt noch nicht, wie das dann hier aussieht, ne? Aber auf jeden Fall, also, ja. Aber es ist kein schlechtes Spiel in meinen Augen. Also ich habe Bock, das weiter zu zocken. Übrigens, der Clou jetzt hier, wir können jetzt in Memphis für 16.000 das Atomkraftwerk kaufen. Wisst ihr, was wir dann machen? Wir kaufen das erst und dann wird unser republikanischer Rat einen Ausstieg aus der Atomenergie ankündigen und dann werden wir unsere Regierung verklagen, weil wir Investitionen bereits getätigt haben. I see parallels. Ich sehe Parallelen. So müssen wir es machen. Dann kassieren wir nämlich gleich doppelt ab. Erstmal holen wir uns nämlich die köstlichen Subventionen für unsere unfassbar schädliche, gefährliche und giftige Tech, deren Endlagerung ja noch überhaupt nicht irgendwie abgeschlossen ist. Boah, 22.000, Dude, ey. Boah. Wild. Das ist wild. Ich lege das Ding mal hier an. So, die kannst du mal abmachen auf jeden Fall. Achso, warte mal, hier sind die. Ja, ja. Pass auf. Zwei da rein. Hallo? Also. Weiter hier rüber. Hier rüber. Oh, Last Shadow, danke für die Biddies. Oh ja, Haltung annehmen, ist richtig. Oh, ich muss mal lesen. Ihr habt noch ganz viel in den Stream geschrieben gerade. Moment. Bello Bismarck sagt noch, ich schaue noch später mal vorbei. Hoffe, allen geht's gut. Ja, also schön, dass du heute Abend da bist. Schön, dass du reinguckst. Vielen Dank. Und ciao, Friedrich Hecker. Schön, dass du da warst. So, jetzt haben wir das römische Erbe gut gepflegt. Danke, Robin. Shizat, vielen Dank übrigens für das Abo, Stufe 1. Danke dir. Vielen Dank für die Unterstützung. Skunk Rebel schreibt noch, meine Kritik an Civ und Civ-ähnlichen Spielen ist das Late Game. Mir ist das da einfach zu sehr Micromanagement. Ich baue am Ende in allen Städten einfach jedes Gebäude oder nach Schema F. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich hier auch sehe. Ja. Und Lucky Luke schreibt, gegen Ende war bei mir auch zu einfach. Aber schön, wenn man da immer neue Sachen entdeckt, ohne Angst zu haben, was Falsches zu machen. Ja, das fand ich bisher auch ganz gut. Also, wenn du am Anfang so ein bisschen den Kniff raus hast, dann läuft's ganz schnell, ganz ordentlich. Und ciao Robin, schön, dass du da warst. General Ikino schreibt noch, ah, das ist interessant. Ich meine, zu dieser Frage,
Da gibt es ein offizielles Statement des Innenministeriums. Der Seehofer hat da mal eine ziemlich eindeutige Stellungnahme verlautbaren lassen. Also du hast sogar gewissermaßen, ich glaube, wenn du auf dieser Grundlage diskutierst, hast du sogar die offizielle Genehmigung oder so. Ich weiß ja, wie man das sagen kann, ne? Also ist jetzt keine triftige Aussage. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Stellungnahme vom Bundesinnenministerium, die würde ich mir mal angucken. Das Schlimme ist, also wenn der dein Diskussionspartner erst 17 Jahre alt ist, denk bitte dran, dann ist er noch in sehr, sehr weiten Teilen ein Kind. Und Kinder sagen manchmal doofe Sachen, um zu provozieren oder sonst irgendwas. Das Wichtigste ist, in so einer Situation nicht verbissen zu argumentieren, sondern versuchen, offen zu bleiben. Natürlich nicht offen für den Quatsch, den dir jemand anderes erzählt, aber zumindest so, dass ihr einen offenen Diskurs habt, ne? Und dass der nicht so einseitig geführt wird. Will auch heißen, mit Verständnis reagieren, vielleicht auch mal Fragen stellen, also weniger dagegen argumentieren, sondern eher Fragen stellen. Das ist in meinen Augen die zielführende Variante. Tatsächlich kann man mit Jugendlichen in dem Alter auch, das zeigt ja auch so ein bisschen die Antisemitismusforschung, kann man relativ gut ins Gespräch kommen. Das ist, wenn die Leute älter werden und sich solche Denkstrukturen verfestigen, wird das schwieriger. Also das würde ich nur empfehlen. Ja, also Lucky Luke, das ist super schwierig. Ich habe mir heute sowas Ähnliches gedacht. Auf dem Discord, ich mache einen ganz kurzen Einschub hier, es geht gleich weiter. Auf dem Discord heute bei uns ging es um die Frage, ob man Fleisch essen muss oder ob es halt besser wäre, im Sinne einer nachhaltigeren Landwirtschaft einfach auf Fleischkonsum zu verzichten. Und da kam dann auch die Aussage, Menschen müssen Fleisch essen, man braucht irgendwie tierische Proteine oder so. Da hieß es dann auch, das ist Quatsch. Ich würde das erstmal auch in so einer Diskussion nicht als, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber ich würde es in der Situation nicht wirklich als Quatsch bezeichnen, sondern da versucht ja jemand so ein bisschen so einen Schutzwall für seine Haltung aufzubauen, ja. Und man sollte, also obwohl es, und das ist halt krass, also obwohl es ja eigentlich Quatsch ist, sagen wir so, ne, objektiv gesehen. Allerdings, natürlich, und das fiel dann auch als Argument in der Diskussion, es kann ja durchaus sein, dass es Leute gibt, die diverse Lebensmittelallergien haben und vielleicht dann deswegen dann doch auf tierische Produkte angewiesen sind, weil sie die anderen nicht vertragen. Aber das ist ja nicht der Punkt, um den es geht. Jemand, der aus gesundheitlichen Gründen sowas nicht machen kann, der ist außen vor. Das ist vollkommen klar. Hier geht's um das Gros, um die Allgemeinheit. Und es geht um eine angemessene Preispolitik. Ich fand das auch ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Baerbock hat wieder so ein paar Punkte liegen lassen in so einem Interview. Da wurde sie gefragt zum Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und sie wurde dann gefragt, ja, was tun Sie denn dafür, dass die Landwirte wieder ordentlich, Landwirte sollen sich ja um eine ordentliche Tierhaltung bemühen. Wie wollen Sie das sicherstellen, dass die Landwirte sich das leisten können? Erster Punkt, genau das ist ja das Problem. Dass wir die Tierhaltung zu einer Preisfrage und für Landwirte zu einer existenziellen Frage machen. Weil der Landwirt muss sich nämlich, und das ist eine sau unfaire Situation, der Landwirt muss sich nämlich entscheiden, ob er einfach über den Tierschutz hinwegsieht und seine Tiere, schlecht behandelt oder schlecht hält und dadurch seine wirtschaftliche Existenz sichert, oder ob er wirtschaftliche Einbußen in Kauf nimmt und so weiter, geringeren Absatz hat und so weiter und so weiter und so weiter. Die Situation ist fies. Das hat aber was damit zu tun, dass einfach da
Gelder auch schlecht verteilt werden, weil Fleisch ist so unfassbar billig. Warum ist denn Fleisch so billig? Du kannst in den Supermarkt gehen, kauf dir ein Kilo Bananen, das kostet irgendwie 3,50 Euro oder 3,70 Euro oder so, und kauf dir ein Kilo Hackfleisch, das kostet 4 Euro. Das ist unfassbar. Oder von mir aus 4,5, ne? Also alleine die ganze Umweltbilanz und so, die da drin steckt und so weiter, ne? Das heißt also, dieser Preis ist total von dem Gegenwert irgendwie auch entkoppelt, ne? Und da liegt ja ein ganz strukturelles Problem. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Leute gerne Fleisch essen wollen. Das kann doch jeder machen. Ja, wer das gerne machen möchte, von mir aus. Also ich meine, ich persönlich würde es jetzt nicht machen, aber ja, das bin halt ich. Also ich meine, ich kann das ja nicht anderen Leuten vorschreiben, ne? Aber man kann ja, und da ist es wieder wichtig, trotzdem würde ich nicht sagen, geh hin und bezeichne die Leute, das, was die Leute sagen, als Quatsch, sondern versuche zu fragen, warum ist das denn so wichtig? Warum findest du das so unfassbar wichtig jetzt? Was könnte denn passieren, dass wir vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wo wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Gibt es was, wo wir uns einigen können? Das wäre so meine Argumentationsstrategie. Denn tatsächlich, also bei mir ist es so, also ich weiß nicht, ich lebe jetzt nicht völlig vegan, aber größtenteils, also ich würde mal sagen so 80-90% oder so. Das ist halt so eine Übergangsphase. Also Ziel wäre es natürlich schon irgendwann, wäre es für mich irgendwann schon, dass ich mich vegan ernähre. Möglichst überwiegend. Bei meinen Kindern bin ich da total undogmatisch. Wenn die gerne mal eine Scheibe Wurst haben sollen, dann sollen die das machen. Das sind halt Kinder. Ich kann nicht von denen erwarten, dass die dieselbe Überlegung teilen wie ich. Aber zugleich würde ich denen ja erklären, wenn die fragen, so Papa, warum isst du keine Wurst? Dann erkläre ich denen das, warum ich das nicht mache. Und so, ne, also, das ist besser, als den Leuten das so vorzuschreiben, wenn du verstehst, was ich meine. So, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Ansatz. Deswegen auch da, ne, also, Fragen stellen. Und so war es halt eben bei mir auch. Diese ganze Sache hat irgendwie meine Schwester in mir losgetreten. So, wo ich dann halt auch so gedacht habe, also gut, Milchprodukte habe ich eh noch nie so gut vertragen, ne. Ja, dann fällt es einem auch irgendwie leicht. Dann brauchst du einfach nur kein Fleisch mehr zu kaufen und dann ist gut. Und dann machst du halt andere Sachen dann, ne? Also dann machst du halt deine Bolognese, machst du dann halt, anstatt mit Hackfleisch, machst du dir dann halt mit so Erbsengranulat oder machst sie halt mit Linsen. Das ist nicht der Riesenunterschied und so. Und es schmeckt trotzdem lecker. Also es ist, ne? Es hat keine Original-Bolognese mit Hackfleisch, aber es schmeckt halt gut. Man kann das alles machen. So. Bevor ich mich da jetzt heiß rede. Ne, und für mich ist es halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei jemandem eingeladen wäre oder so, dann würde ich jetzt sagen, oh, ich esse hier nichts, ey, das ist ja alles gar nicht vegan oder so. Sondern ich würde halt so überlegen, so, okay, gibt's was ich essen kann? Dann esse ich halt das. Ne, so wo ich mit meinem Gewissen dann im Reinen bin. Und auf der anderen Seite, wenn der jetzt irgendwie gedacht hat, ne, bei einem Verwandten oder Bekannten, war zum Beispiel so vor, ich weiß nicht, vor einem Monat oder so, war ich beim Bekannten zu Besuch, ne, und der hat sich total gefreut, wir haben einen coolen Abend gehabt, er hat halt Fleisch gegrillt und so, dann habe ich auch gedacht, okay, jetzt liegt's ja auch da, ne, warum soll ich jetzt sagen, schmeiß das weg, ich esse das nicht, das würde ich auch nicht machen, das ist ja auch total verbohrt irgendwie, kann man ja auch nicht so machen, ne, und ja, also. Und dann halt, und dann kann man es ja auch erklären und so. Und diese Einstellung ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man so am Anfang erstmal so sagt, man ist da jetzt gar nicht so dogmatisch oder so. Ne? Also das nur so als Überlegung. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ja. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen irgendwie? Ach so, Argumentationsstrategien. Ne? Andere Leute nicht als dumm bezeichnen, das wertet die Leute ab. Das will auch niemand hören. Niemand will hören, dass er Schwachsinn erzählt und niemand will hören, dass er dumm ist. Und damit erreicht man ja nichts. So, ne, warte mal. Mach das mal gerade alles nochmal weg. Wir bauen nochmal ein paar Einheiten hier, oder? Haben wir noch ein paar Panzer.
Und damit erreichst du ja auch bei niemandem was, ne? Ist ja halt auch so ein Punkt.